Videopost von Krausini. Ja, hallo. Heute mal in ungewohnter Form Real Talk statt eines Briefes. Ich möchte mich heute über zwei Formen der Werbung vor YouTube-Videos beschweren. Die erste ist: Komm in meine WhatsApp-Gruppe, dann kriegst du 100.000 Euro in 2 Sekunden und einen Lamborghini. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich finde diese Werbung durchaus sehr fragwürdig. Früher hat man das möglicherweise Pyramidenspiel genannt oder man hat es, oder das ist irgendetwas mit binären Optionen. Feststeht, wenn solche Versprechungen gemacht werden, ist es meistens etwas relativ Unseriöses. Also du bekommst einen großen Lamborghini, du bekommst ein anderes tolles Auto oder du bekommst viel Geld ohne Aufwand. Das ist etwas, oder ohne viel Aufwand, das ist etwas deutlich Unseriöses, und dementsprechend so eine Werbung vor allen Dingen vor die Videos von YouTubern zu schalten, die auch große Autos fahren. Hiermit wird indirekt suggeriert, okay, du kannst das erreichen, was dein YouTube-Star erreichen kann, innerhalb kürzester Zeit. Das kann nicht seriös sein. Und auch hier sehe ich YouTube in der Verantwortung, in der Pflicht zu sagen, nein, solche Werbung veröffentlichen wir nicht. YouTube wird natürlich 1000 Rechtsanwälte und 1000 Klauseln drin haben, dass sie für diese Werbung nicht verantwortlich sind. Das sehe ich aber anders. Und natürlich werden sie vom Recht her auf der richtigen Seite sein und haben sich da nach 1000 Seiten abgesichert und verdienen natürlich weiterhin so ihr Geld. Die zweite Werbung, die mich aufregt, ist, dass ich befragt werde, um Werbetreibenden zu helfen. Ich soll irgendwas ankreuzen, damit Werbetreibende bessere Werbung machen können. Ja, geht's noch? Also generell ändert sich sowieso nichts. Ich werde zugeballert mit Werbung. Ich finde Werbung okay. Ich habe keinen Adblocker. Nur die tun ja so, als wenn sie mir was Gutes tun wollen und sparen sich damit natürlich auch einen großen Teil an Marktforschung, der die natürlich auch richtig Geld kosten würde. Aber warum soll ich da denen jetzt noch irgendwie helfen? Finde ich irgendwie unpassend. Finde ich alles irgendwie komisch. Ich hoffe, dass YouTube durch die Beschneidung der Werbemitteleinnahmen, also ich habe mehrere Kanäle und ich hatte auch einen verhältnismäßig oder habe einen verhältnismäßig großen Kanal, aber der reicht eben nicht aus, um an Werbeeinnahmen zu kommen. Juckt's mich nicht. Ich habe seit 2011 vielleicht 70 Euro mit YouTube verdient und darum geht's doch aber gar nicht, sondern es geht um die Inhalte, und das wird hoffentlich jetzt wieder mehr. Hoffentlich trauen sich auch Menschen mehr, auf YouTube mal etwas zu machen, was eben auch eine Art von Kunst ist und wo es nicht nur um Kommerz geht. Damit wir uns nicht falsch verstehen. Ich finde Kommerz eine tolle Sache und ich finde, dass Leute, die wirklich viel Aufwand in ihre Videos stecken, die kann man nun mögen oder nicht, aber Julian Bam macht einfach sehr viel und produziert sehr hochwertige Videos. Warum soll der nicht Geld verdienen? Jemand wie Finn Kliemann schaltet noch nicht mal Werbung. Cold Mirror, davon brauchen wir mehr Leute. Ich kenne jemanden, der hat einen Channel über japanische Möbel, wie der die herstellt, Holzmöbel. Sensationell. Davon brauchen wir mehr auf YouTube. Und ich hoffe, dass es sich irgendwann gar nicht mehr so sehr lohnt, mit Werbung auf YouTube Geld zu verdienen, damit wieder die Kreativität gefördert wird. Ich habe fertig. Tschüss, bis morgen. Morgen gibt's wieder einen richtigen Brief, aber sowas von richtig. Tschüss.